Hallo meine lieben Krebse und herzlich willkommen zu eurer Aprillegung und vielen lieben Dank natürlich auch für eure Geduld. Diese Readings kommen ja dieses Mal alle ein bisschen verspätet. Ich habe mir hier schon mal drei Karten aus meinem Deck springen lassen, beziehungsweise bei euch sind sogar noch zwei mehr rausgepurzelt, um diesem Reading eine Überschrift zu geben. Spür genau in dich hinein, ob du dich in dieser Situation befindest, ob du aus dieser Legung irgendwas mitnehmen kannst, was auf dich und deine Energie passt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann mach das Video einfach aus, denn dann ist es für einen anderen Krebs bestimmt. So, hier fiel die Gerechtigkeit, die Detach heißt, das Loslösen, das Loslassen. Refusing to see, die zwei Schwerter, man wollte etwas nicht sehen, refusing, was heißt denn refusing, wortwörtlich übersetzt, meine Lieben? Ich weiß gerade nicht, was es wortwörtlich übersetzt heißt, aber es heißt, ich möchte das nicht sehen, ich kann das nicht sehen, ich weigere mich das, weigern, ich glaube weigern heißt, ich weigere mich das zu sehen. Und die Herrscherin, und die Herrscherin heißt hier Nurture, also die Fürsorge, die Wärme. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist eine Art Wärme. Und ich glaube, da das die erste Karte ist, beziehungsweise ich zeige euch gleich diese beiden Karten noch, deine Karte, der Wagen und die Welt, diese beiden Karten sind beim Vormischen des Decks gerade aus dem Deck gepurzelt. Und da der Wagen deine Karte ist, habe ich das Gefühl, ich muss sie euch zumindest zeigen. Wir legen sie gleich wieder zurück ins Deck, aber zumindest zu dieser Hauptenergie passen sie hervorragend. Denn ich habe das Gefühl, das hier ist bereits passiert. Du hast bereits erkannt, okay, ich muss mich aus irgendeiner Situation lösen, aus irgendeiner Verbindung lösen, von irgendeiner Energie, kann mit der Herrscherin auch etwas zu tun haben. Ne? Das können so Glaubenssätze sein, so Verhaltensmuster, wo man sagt, okay, das tut mir nicht mehr gut, mich so zu verhalten. Und ich sehe hier auf dieser Detach-Karte, was im Übrigen, ne, die Gerechtigkeit ist 11 und 11 ist die Zahl der Self-Mastery. Und wenn man seine Self-Mastery gemacht hat, dann 11, 11, 22 kann man jemanden treffen, der für einen bestimmt ist. Also ich habe schon das Gefühl, hier ist ein großer Prozess und eben ein starres Korsett oder irgendetwas, in dem du dich lange festgefühlt hast. Ich weiß gar nicht, wie verankert möglicherweise auch, ne? Aber es ist so, es ist diese Form, da passe ich hinein und da bin ich drin, aber da bin ich total unbeweglich. Und ich habe das Gefühl, du hast hier für Bewegung gesorgt, ne? Du hast hier irgendwie gesorgt, irgendetwas grundlegend in deinem Leben zu verändern. Möglicherweise etwas, was du vorher nicht gesehen hast, aber ich nehme diese zwei Schwerter wahr. Jemand, der dich nicht gesehen hat. Ich nehme wahr, dass das hier eine andere Person ist, dass du dich von jemandem gelöst hast, der dich nicht gesehen hat oder der irgendetwas nicht sehen wollte. Und nun kommt so diese Wärme und dieses Fürsorgliche und dieses Selbstliebegefühl zurück bei dir. Ich nehme das auch als deine, also ich nehme diese beiden Karten als deine Energie wahr, die in der Mitte möglicherweise als die Energie vom Außen oder von irgendeiner Situation oder von irgendeiner Person. Aber ich merke, ja, ich merke das Leben, ne? Die Herrscherin steht ja auch für Fruchtbarkeit und ich merke, wie so die positive, gute Energie zurückkehrt. Wie das hier, ne? dieser Move, den du da gemacht hast, oder dieses Detaching, wie das wirklich gerade hier ein Ende nimmt, meine lieben Krebse. Und das, finde ich, ist eine schöne Energie, dass du dich... Oh, wow, meine Lieben. Ast der Münzen, Ast der Schwerter. Das ist eine richtig gute Energie. Das ist ein neues Gefühl zu dir selbst, eine neue Sicherheit, eine neue Stabilität, eine neue Klarheit, eine neue Bewusstheit auch tatsächlich, ein Bewusstsein über dich selbst, ein Bewusstsein über Werte oder Wertvorstellungen, über Echtheit, was ist echt, was ist nicht echt. Schöne Energie, meine lieben Krebse, ich bin ganz stolz auf euch, wenn du jetzt hier sitzt und mit dem Kopf nickst, dann habt ihr eine Menge
ne, vier Schwerter, eine Menge Heilungsweg hinter euch seid, ne, habt wirklich auch, glaube ich, einen Prozess durchschritten. Habe ich ja in den letzten Wochen schon wahrgenommen, meine Liebe, dass sich bei meinem lieben Krebsen die Energie ändert, tatsächlich. Ich habe euch so lange, ja, wow, meine Lieben, und die vier Kerche auf dem Kopf. Ich habe euch so lange etwas vom Loslassen erzählt. Ich habe euch so lange etwas erzählt von, sei dir mehr wert oder schau, was du verdient hast. Ne? Dass tolle Dinge in dein Leben kommen wollen, aber du musst sie annehmen, du musst sie empfangen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ne, gerade mit der Welt, dieser Zyklus schließt sich. Ihr seht hier plötzlich klar, ihr habt dieses Detachment geschafft. Wie auch immer. Ich möchte als erstes mal tatsächlich wissen, warum die zwei Schwerter hier liegen. Liebes Universum, warum liegen die zwei Schwerter hier für meine Krebse? Die drei Kelche. Du schon wieder. Und der Herrscher. Interessant. Ich weiß nicht, was das für eine Situation war, meine Lieben. Der Herrscher kann, ne, kann, der Herrscher steht irgendwas für. Steht für Kontrolle, Macht, autoritäres Handeln. Und ich nehme ihn, ne, weil ich die zwei Schwerter ja schon nicht als deine Energie wahrgenommen habe, nehme ich den Herrscher auch nicht als deine Energie wahr, beziehungsweise möglicherweise, ne, Herrscher und Herrscherin im Übrigen. Kommst du jetzt in deine Energie, ne, wo du deinen männlichen und deinen weiblichen Anteil eben auslebst, ausleben kannst? Aber das, was ich hier am deutlichsten sehe, ist eine Situation, in der jemand dich nicht gesehen hat. Entweder natürlich, ne, in der Liebe, wo es vielleicht Dreierkonstellationen gab und hier jemand war, der sich nicht für dich entscheiden konnte und du hast dich jetzt für dich entschieden und hast gesagt, ich verlasse jemanden. Wenn der das nicht sieht, dann, ne, dann detache ich mich. Kann auch ein Chef sein, der dir nie die Chance gegeben hat, dich weiterzuentwickeln. Oder irgendwie aufzusteigen oder irgendwie vorwärts zu kommen, ich will eine Karte zu den drei Kelchen haben. Warum die drei Kelche? Also ich sehe es so ein bisschen als Freude, Dankbarkeit auch, ne? Das ist okay, die 10 Münzen. Meine Lieben, die Welt nochmal an der Unterseite des Decks. Kann auch ein Ehemann sein, ne? Kann irgendwie. Ich hätte gern noch eine Karte zu dir. Weil irgendwie spielst du in der Energie von jemandem anderen eine Rolle. Ja, die 5 Stäbe. Okay. Okay, meine Lieben. Interessant. Page der Münzen. In deiner Energie. Also. Okay, I see. Nurture heißt Sorge, ne? Fürsorglich sein. Und ich habe das Gefühl, du warst sehr lange für jemanden fürsorglich. Du hast dich sehr lange um jemanden gekümmert, der dich nicht gesehen hat. Du hast ihm bei seinen Problemen geholfen. Ich sehe dich hier als den Pagen der Münzen, der immer wieder ankam und irgendwas angeboten hat. Das Ass der Münzen, immer wieder dafür gesorgt hat, für Sicherheit, für Stabilität. Aber es ist nicht gesehen worden. Dein Einsatz, du bist der Page der Münzen. Dein Einsatz, 2 Schwerter, wurde nicht gesehen. Lange Zeit nicht. Warum, weiß ich nicht. Liegt er noch hier? Ja, der Ritter der Stäbe liegt hier noch. Also es kann irgendwie eine Dreierkonstellation sein. Ob du die Affäre bist, ob du die Ehepartnerin bist, ich weiß es nicht. Wer du in dieser Dreierkonstellation bist, aber falls es eine war, ne, aber ich sehe hier auch irgendwie Konkurrenz. Ne? Die drei Stäbe und die 5 Stäbe, die 3 Kelche und die 5 Stäbe, hier ist irgendwie Konkurrenz. Hier ist auch Unruhe. Hier sind viele Leute involviert. Ganz viele Leute sind hier involviert. Kann auch Familie sein. Ich hätte gerne mal eine Energie hier zu dir, zur Gerechtigkeit. Ne? Die Gerechtigkeit sagt mir, ja, wundervoll. Alles klar. Oh, mein lieber Krebs, ich bin ganz stolz auf dich. Ja, Rat des Schicksals. Okay.
Die schöne Sache ist, du bist absolut in deinem Element. Ne? Du bist weder in dieser Opferhaltung, die Krebse manchmal haben, ne? In diesem, die Welt ist so ungerecht, die Gerechtigkeit spricht ja von der Gerechtigkeit, die Welt ist so ungerecht und wieso ist man so zu mir und ich habe das doch gar nicht verdient. Aus der Energie sehe ich dich wirklich, ne? Aus der Energie hast du dich rausentwickelt. Ich sehe mit der Herrscherin und der Königin der Kelche, dass du dich wertschätzt, dass du weißt, was du zu geben hast, dass du möglicherweise auch wirklich den Wert von Liebe erkannt hast und auch den Wert von deiner Liebe. Und deswegen hast du dieses Detachment geschafft, ne? Ich habe wirklich das Gefühl, du hast dich extrem weiterentwickelt. Und irgendwie, ne, das Rad des Schicksals und die 8 Stäbe, das ist beides so eine Energie, von der ich denke, du bist über diese Situation hinausgewachsen. Ne? Du warst hier irgendwann mal ein Page der Münze und bist möglicherweise hier, ne, hast immer versucht, dich zu zeigen und zu sagen, hey, erkenn, was ich, ne? Erkenn mich. So nehme ich es ein bisschen wahr. Immer wieder in diesen Konflikt reingegangen und gesagt, erkenn mich, erkenn mich, erkenn mich. Aber jetzt bist du so viel weiterentwickelt. Du bist kein Page mehr. Du trägst niemandem deine Münze hinterher. Ne? Vor allem nicht jemand, der es nicht sieht. Und ich glaube, dass du gerade dabei bist, wirklich vollständig auch von dieser Energie zu detachen. Und die Herrscherin, ne, in diese Empfangsenergie zu kommen. Jetzt wirklich in eine Energie zu kommen, in der du merkst, okay, das Leben ist überhaupt nicht ungerecht oder unfair. Irgendwie läuft alles gerade richtig gut. Alles, was ich anfasse, wird zu Gold oder, ne? Wie soll ich sagen? Fruchtbarkeit, ne? Also, was auch immer hier passiert, wo auch immer, also. Was hier so passiert, ist so diese vollständige Loslösung und dieses Freisein. Ja, Freisein liegt hier. Das Rad des Schicksals spricht auch von Freisein. Bambi, hör auf. Bambi, hör auf. Bambi sagt auch ja. Ich hätte gerne noch eine letzte Karte zur Herrscherin und dann gehen wir ins Extended, liebe Krebse. Eine Karte zur Herrscherin. Okay. Meine Lieben. Liebe Krebse. Der April wird ein wundervoller Monat für euch. 4 Stäbe. Also du darfst jetzt was empfangen. Ich glaube, hier kommt irgendwas richtig, richtig Wundervolles in dein Leben. Wirklich. Ne? Schau dir an, in welcher Energie du bist. 4 Stäbe. Ich habe gerade noch gesagt, 11, 11, ne? Herrscher und Herrscherin. Es kann sein, dass jetzt jemand kommt, der deinen Wert zieht, nur weil du ihn gesehen hast. Ne? Das ist so, hier ist so das positive Karma. Ne? Karma ist so ein Wort, das ist so negativ behaftet. Aber jetzt geht es eben gerecht. Ne? Diese Ungerechtigkeit, die du hier irgendwann mal empfunden hast, du hast dich davon gelöst und deswegen wirst du jetzt Gerechtigkeit erfahren. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mehr im zwischenmenschlichen Bereich oder in der Liebe, in Beziehungen und Partnerschaften als im beruflichen. Kann für manche von euch sein. Aber wow, darunter die 5 Münzen. Ich habe das Gefühl, dieser Mangel, dieses Gefühl von Kälte oder ne, ihr braucht viel Fürsorge, ihr braucht viel Wärme und das sucht ihr in Beziehungen. Das, ne, so seid ihr Krebse einfach ein bisschen. Das sucht ihr in eurem Zuhause, in eurem Umfeld von Geliebten und Familie. Und ich habe das Gefühl, hier kommt aus der Kelche dieses Geschenk, das euch aus diesen Energien, in denen ihr die vergangenen Jahre wart, ne? Das muss man euch immer wieder mal so ein bisschen vor Augen führen. Ihr hattet richtig krasse Jahre, was das Thema Beziehungen angeht. Aber hier ändert sich, ne? Vielleicht Jupiterjahr. Wir sind gerade ins Jupiterjahr angetreten. Vielleicht beginnt sich gerade diese Energie zu verändern, hin Richtung ein Partner auf Augenhöhe. Gut, meine lieben Krebse, so lasse ich das hier stehen. Das sind wundervolle Aussichten. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Natürlich möchte ich so ein bisschen wissen, was ist das Ass der Kelche. Ich werde mal ganz kurz nach der Vergangenheit noch fragen, aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass sie keine große Rolle mehr spielt in deiner Energie, sondern dass du wirklich dieses Detaching spürst und auch spürst, wie sich die Energie verändert und wie du plötzlich ganz andere Leute anziehst und wie du dich plötzlich auch ganz anders zeigst und ganz anders fühlst. Deswegen, ich werde mich mehr aufs Hier und Jetzt und möglicherweise auch auf die nahe Zukunft fokussieren. Die Vergangenheit sehe ich hier nicht mehr als das große Thema. Genau.
Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel und wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für diejenigen unter euch, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen. Was soll ich euch sagen? Ass der Kelche, Ass der Münzen, Ass der Schwerter, Rat des Schicksals, Königin der Kelche. Ich glaube, dass sich deine Energie in dieser Zeit wahnsinnig verändert. Deine eigene, wie du das auch spürst, na, du bist die Herrscherin, du spürst, wie du dich wohler fühlst, wie alles irgendwie wieder mehr, gerade mit der Königin der Kelche, in deiner Energie daherkommt, wie du dich einfach aufgefangen und sicher fühlst, auch in deinem Sein, in dem, was na, möglicherweise ist auch wieder ein bisschen verbundener mit dem Universum, wo du einfach wieder so sagst, okay, na, ich kann mich hier ein bisschen fallen lassen. Weil es sich gut anfühlt. Und ja, meine Lieben, was auch immer da kommt, also ich weiß gar nicht, was ich euch so als schlauen Ratschlag geben soll. Ich sehe dich in dieser Empfangsenergie, ich sehe dich total offen für dieses Ass der Kelche. Ne? Ich sehe dich auch total offen, wenn ich da jetzt nochmal ganz kurz das zeigen darf. Das hier ist auch deine Hand. Die Herrscherin ist zwar die empfangende Energie, aber ich habe das Gefühl, in dem Moment, in dem du das empfangen darfst, bist du auch offen, es, ne, hier, Königin der Kelche, genauso zu erwidern, genauso zurückzugeben, diesen überfließenden Kelch der Liebe und dich auf das einzulassen. Also. Vielleicht ist es nur eine Bestätigung für manche von euch, die sich vielleicht unsicher waren, wo das schon passiert ist. Wenn das bei dir schon passiert ist und wenn es sich so anfühlt, dann ist das hier die Bestätigung, dass es genau das ist, wonach es sich anfühlt, meine Lieben. Okay, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat euch schon mal ein bisschen geholfen. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.